So, hi zusammen. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen hier aus Korea, aus der Release-Version von ArcheAge. Ja, da sind wir wieder. Wir haben uns ja hier das letzte Mal ausgelockt, als wir hier kurz vor der Höhle waren. Und hier rennt ein feindlicher Spieler rum, auch sehr interessant. Ja, ein bisschen am Exploren, denke ich mal. Ja, ich müsste jetzt eigentlich nach den Hühnern schauen. Ich bin jetzt schon einen Tag wieder offline gewesen. Den Baum müsste man sich auch mal näher betrachten, aber ich glaube, bevor ich das mache, machen wir jetzt erstmal die Quest hier schnell fertig. Und wir waren ja hier stehen geblieben, dass es hier runter in diese Höhle quasi geht und man da eine Story-Quest hat und eben auch noch eine normale Quest, die da stattfindet, die eventuell was mit diesen Untoten hier zu tun hat. Ja, ich habe mich jetzt natürlich etwas über die Skills belesen und muss sagen, ich habe mich bei einigen etwas geirrt, da ich ja noch immer das Wissen der CBD4 und der CBD5 vereine. Und gerade bei den Passives hat sich doch ein bisschen was geändert, was ich sagen muss. Was ich jetzt so noch gar nicht gewusst habe in der Form. Und da werde ich euch dann nachher auch nochmal eine kurze Aufklärung drüber geben. Erstmal danke für die vielen Zuschauer, dann das Feedback, was ich natürlich bekommen habe. Das wird immer wieder gern genommen. Und einige Wünsche wurden ja auch schon geäußert, wie zum Beispiel, dass ich halt eben einige Skillbäume mal zeigen soll. Und Crafting und so weiter. Aber da kann ich einfach nur dazu sagen, das wird im Laufe der Zeit sowieso alles auf euch dann zukommen. Und das werde ich euch alles auch demonstrieren in der Form. Ich habe mir für die nächste Zeit jetzt einiges vorgenommen, wie gesagt, die Crafting-Quests beenden, das Speedboater spielen ist immer noch das große Ziel, dann Seestechen und dann halt eben auch den Sandbox-Part des Spiels mal so richtig ausleben, weil ich weiß ja, dass da einige schon darauf warten, dass ich den normalen Pfad verlasse. Aber bis jetzt, ich finde jetzt die Quests nicht allzu fade, also ist halt die gewohnte Standardkost, die man so aus vielen Theme-Park-MMOs kennt. Aber gerade in Verbindung mit der schönen Landschaft, die es halt eben hier im Spiel gibt, macht es eigentlich schon ziemlich Spaß, hier unterwegs zu sein. Zu questen, es gibt immer wieder was Neues zu sehen, immer wieder was am Wegesrand zu finden, was man eben neu einsetzen kann. Und mit dem Archer-Bild habe ich mir halt doch ein etwas dynamischeres Gameplay eben auch ausgesucht. Ich muss auch gucken, was die Auktionen gemacht haben. Ne? Wie gesagt, ihr werdet jetzt immer live dabei sein, es wird jetzt nicht immer was Tolles zu erzählen und zu berichten geben. Aber ich denke mal, einige von euch sind auch zufrieden, wenn sie das Gameplay ein bisschen hier genießen können, mit mir zusammen. Ich sage, ich werde auch immer wieder von vielen Leuten angeschrieben, wie funktioniert das jetzt mit den Accounts, wie kann man das machen und überhaupt in Korea spielen. Ich habe da jetzt mittlerweile wirklich, das müsst ihr mir auch verzeihen, aber ich habe so viele Anfragen einfach bekommen. Jetzt so eine Art Standardtext quasi, den ich jetzt immer per Copy-Paste halt eben bei den Antworten einfüge. Wisst ihr, es gibt ja eigentlich so drei Methoden jetzt halt eben reinzukommen. Die erste ist halt eben die illegale Methode, man muss sich halt eben einen Account kaufen, man muss sich Spielzeit kaufen, man sollte sich vielleicht einen VPN zulegen oder zumindest ein Tool zur Ping-Verbesserung, so wie WTFast zum Beispiel. Das ist was von mir halt eben absolut nicht supportet wird. Wie gesagt, ich arbeite ja auch noch für ArcheAgeOnline.de in der Position als, naja, bisschen PR halt eben, bisschen Kontaktaufbau zu Publishern und solchen Sachen und natürlich Bereich Medien. Und von daher ist absolut nicht zulässig, wenn ich jetzt hier großartig Tipps gebe, wie man da jetzt illegal an Sachen rankommt. Es gibt viele Spieler, die ihr Leben damit zocken. Das weiß ich auch. Aber ich habe es ja bereits bei den Archcasts, wo wir demnächst, denke ich, auch wieder einen neuen haben werden, schon bereits gesagt. Wie die Leute ins Spiel reinkommen, das braucht uns nicht zu interessieren. Da übernehmen wir auch keine Verantwortung für. Wichtig ist auf jeden Fall... Ah, muss ich hier vielleicht das verwenden? Nein. Ach, das war, glaube ich, die Quest da oben. Wichtig ist halt eben, dass die Leute reingekommen sind und dann sind sie natürlich auch herzlich bei den Gilden willkommen. Auf dem Ostkontinent bei Impact, da ist der Gildenleiter Vicky Skander, an den ihr euch jederzeit wenden könnt, der auch Moderator bei ArcheAgeOnline.de ist. Und eben bei der Gilde Hermes, also koreanische Zeichen Hermes. Bei dieser Gilde befindet sich jetzt mittlerweile die Westfraktion, also wir haben jetzt gestern die Gilde also nicht ganz aufgelöst, weil Hermes möchte keine Twinks in der Gilde haben. Also eine Twink-Gilde wird Avasaladores weiterhin bleiben, aber die Main-Chars befinden sich jetzt quasi mit über 300 Membern der Hermes-Gilde jetzt zusammen in einer Allianz, kann man jetzt sagen. Ja, wir sind quasi jetzt alliiert, also wir spielen auch in der gleichen Gilde. Hauptsprache im Chat ist Koreanisch. Englisch kann natürlich auch geredet werden, aber was ganz wichtig dabei eben ist, ist das... Oh, ein Bossgegner. Was ganz wichtig dabei ist, ist halt eben, dass sie halt eben quasi nicht die Dauerübersetzer für uns spielen, was natürlich auch logisch ist, wir können, weil sonst würde ja jeder alle zwei Minuten kommen. Was heißt das? Was bedeutet das? Was kann ich hier machen? Was kann ich da machen? Was kann ich mit jedem machen? Und so weiter und so fort. Das ist ja letzten Endes nicht der Sinn der Sache auch. Oh, komm her.
Das heißt, wir haben jetzt natürlich einige Benefits. Wir supporten, also wir sind jetzt quasi Production Squad, kann man so sagen. Production und Trading Squad. Da wir ja jetzt nicht die hochleveligen Spieler haben oder die erfahrenen Spieler, machen wir jetzt viel mit Produktion, mit Handel und supporten eben mit zum Beispiel mit Bäumen, die wir eben aufbauen, damit sie die Gilde abholzen kann. Wir profitieren halt eben von Spenden von der Gilde mit anderen Materialien wie Waffenrüstungen, Items sonstigen Grades, weil sie wirklich Erze zum Beispiel haben, sie jede Menge Steine, haben sie jede Menge. Nur eben an Bäumen mangelt es denen. Das heißt, wir sind quasi die Tree Supporters jetzt momentan. Die Tree Squad. jetzt hier bei uns auf dem. Bin ich jetzt hier drin schon fertig? Tatsache. Die Tree Squad jetzt quasi hier in der Gilde. Dafür profitieren wir jetzt eben auch mit vom Territorialanspruch auf dem Nordkontinent. Wir dürfen jetzt offiziell unsere Claims stecken. Innerhalb von Nuimari, der südöstlichen Region im Nordkontinent. Wir bauen jetzt an der Burg mit, wir sind natürlich auch in der Burg jetzt mit drin und wir haben natürlich jetzt auch die Castle-Siege-Berechtigung. Zumindest unsere 50er-Spieler, die entsprechendes Gear haben, dürfen bei der Castle-Siege-Aufstellung jetzt auch mit dabei sein. Die Castle-Siege sind aber, wie gesagt, noch nicht im Spiel drin. Also es ist eine sehr spannende Geschichte, das Ganze. Ich freue mich jetzt auch sehr schon auf die Zusammenarbeit. Und wir haben Gott sei Dank jetzt auch eine Gilde gefunden, in denen viele Spieler auch des Englischen mächtig sind. Und im Moment ist halt auch so, dass quasi der ganze Westkontinent, die ganzen großen Gilden sich jetzt alliiert haben. Mit Ausnahme der Pirate Family und einiger anderer Freibeuter-Gilden, die halt eben jetzt noch ihr eigenes Ding und quasi auch PK ausführen. Die Bedingungen in der Gilde Hermes sind halt eben wie folgt. Man darf keine Twinks in die Gilde mit reinbringen. Die einzige Ausnahme stimmt jetzt quasi mein Oscar-Char. Also Oscar ist ja quasi mein Hausmeister und er ist quasi für das leibliche Wohl auf der Insel zuständig als Farmer. Als Farmer, als Hausmeister, als Aufpasser. Und supportet damit quasi halt eben dann die ganze Gilde durch das Aufpassen halt eben und durch Warnschreie und solche Sachen und Überwachung der Insel. Also ich glaube, wir haben einen schönen Überwachungspunkt halt eben, von dem aus Oscar halt quasi die ganze Insel im Blick hält. Er kümmert sich um die Schafe, die Ziegen und so. Das ist quasi seine Aufgabe. Also er ist eigentlich so ziemlich einer der wenigen Twinks, die in der Gilde geduldet sind. Nächste Regel, kein PK, kein Stehlen von Spielern der eigenen Fraktion. Das liegt aufgrund des großen Abkommens zwischen den Gilden auf dem Westkontinent. Also das heißt quasi, das würde zum sofortigen Rauschmiss aus der Gilde führen, wenn irgendjemand von unserer Gilde sich als Dieb entpuppen sollte. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und da leben quasi, also das ist jetzt wirklich ein hierarchisches System mit Unterordnung. Wir haben jetzt auch momentan noch keinen einzigen Offizier in der Gilde, also nicht mal Sweet, der quasi die Koalitionsverhandlungen geführt hat, hat jetzt einen speziellen Rang in der Gilde bekommen. Wir müssen uns quasi das alles auch erstmal verdienen, so wie sich das eben auch gehört, durch besondere Aktionen. Wir hatten zum Beispiel einen Spieler, der wirklich die Wache übernommen hat für unsere letzte Fuhre mit, ich glaube, 300 bis 400 Bäumen und wurde dafür halt eben auch zu einem Marshal befördert. Das ist quasi der Rang unterhalb der Offizierslinie. Und der hat sich da auch sehr drüber gefreut. Ja, jetzt haben wir hier eine Platte mit Stärke, Int und Willenskraft. Also quasi eine richtige Tankplatte. Die werde ich aber jetzt auch erstmal anlegen. Weil ich habe zwar jetzt Beweglichkeitsloss, aber es ist halt ein grünes Teil. Und das bringt mich natürlich auch schon immer etwas weiter, wenn auch Stats besser sind, die jetzt nicht unbedingt so förderlich sind. Stärke macht zumindest ein bisschen was auf die Assa-Skills. So, und jetzt gibt es hier wieder zwei Hände zu gewinnen. Dann nimmst du mal was mit Beweglichkeit, Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer. Ist der Hammer. Dann haben wir hier Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer als WTF. Streitkolben. Der sieht ja heftig aus. Ich glaube, den nehmen wir auch gleich mal. So, für die Folgequest gibt es dann auch wieder Verzauberungssteine. Und zwar einen blauen diesmal. Da komme ich dann später drauf zu sprechen. Ja, schauen wir uns doch mal das Monstrum an. Okay, der Bo hat mir besser gefallen, aber ich denke, ich werde dann schon wieder auf Stab umsteigen. Der macht halt nur besseren Max-Damage. So, jetzt gibt es einen Ring und auch wieder eine Münze. Und ich nehme an, jetzt kommt wieder eine Videosequenz. Anke Dongul의 시험은 동굴 속 흉악한 안개 괴물을 처치해 스스로 자격을 증명하는 것이다. 나는 그곳에서 가장 사나운 안개 괴물을 만났다. 힘겨운 싸움 끝에 결국 승리했다. 야, der Kampf gegen das untote Böse. Auf die Lore bin ich, wie gesagt, schon sehr gespannt. Die lasse ich mir auch von den Koreanern nicht spoilern irgendwie, weil ich habe es ja schon erwähnt.
da möchte ich wirklich die Spannung aufrechterhalten dafür. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt noch... Ah ja, das ist, glaube ich, da unten. Und hier findet auch noch eine Quest statt, deswegen bleibe ich besser gleich mal hier. Hat das was mit... Ah ja. Der Kochtopf. Genau, Ritual. Und jetzt haben wir hier anscheinend einen Boss. Exakt. Wahrscheinlich die nächste Prüfung. Irgendwie mischen sich die NPCs nicht ein in diese ganze Angelegenheit. Irgendwie hat er jetzt gerade ein paar Wegführungsschwierigkeiten gehabt. Erledigt. Damit ist auch dieses Untote gebannt. Dieses Untote Böse. Und ich bekomme jetzt einen blauen Verzauberungsstein. Das ist Intelligenz plus 1. Und den klatsche ich mir jetzt auch gleich mal irgendwo drauf. Wie gesagt, die Teile brauche ich gar nicht versuchen, immer hart zu verkaufen. Das bewegt sich wirklich im Kupferbereich. Macht also so auch recht wenig Sinn. Leuchtende Waffen für alle Freunde der grellen Farben gibt es natürlich auch. Es gibt High-Verzauberungssteine, mit denen Stats erhöht werden. Zum Beispiel Angriffstempo, kritische Trefferwertung und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch eine Menge Freude dran haben, denke ich mal. Und die leuchten dann natürlich auch die ganzen Sachen. Man kann sogar seine Rüstung zum Leuchten bringen. Aber das ist natürlich dann erst im High-Level und mit dem relativ hohen Materialaufwand auch gegeben. Sollte man sich also wirklich dann für seine besten Teile raussuchen, wenn man dann quasi wirklich ganz oben ist. Ja, was gibt's sonst so Neues aus Korea? Wir hatten leider gestern einen rabenschwarzen Abend. Wir haben zum einen große Teile unserer Bäume auf der Insel verloren. Und zum anderen, was auch sehr bedauerlich war in meinen Augen, wir haben eine Handelsroute gefahren mit auch Rare-Kisten. Und leider Gottes kam dann die Gilde Arms vom Ostkontinent, die überraschenderweise im Mittelmeer patrouilliert hat. Also quasi in dieser kleinen Bucht zwischen Solsried und... die quasi Solsried, Garanglol Plains, Cross Plains und Two Crowns ineinander einschließt. Marianopel hängt auch noch ein bisschen mit dran. Und gerade in diesem Meer, also eigentlich unserem Meer, sind die patrouilliert und aufgelauert mit zwei Speedbooten, einer Galeone und einem Handelsschiff. Und die haben uns halt eben auseinandergenommen, weil wir nur zu zweit unterwegs waren. Wir dachten eben, naja, 5 Uhr morgens wird nicht so viel gehen. Da sind wir aber richtig falsch gelegen. Das war natürlich richtig doof dann. Naja. Kann man nichts machen, sowas passiert eben. Dafür kann der nächste Tag auch wieder besser werden. Also ich glaube, ich wurde gestern erst gefragt von einem unserer Member, von Zaffi aka Mühok aus dem Forum im TS. Ja, wie sieht's denn aus mit der Langzeitmotivation, jetzt wo du ein paar Wochen im Spiel bist, Fido und so. Habe ich gemeint, der einzige Grund für mich momentan mit Arcage aufzuhören wäre ein Rage Quit. Also, ja, wie gesagt, aufgrund der Dynamik des Spiels und PvP und den ganzen Geschichten, ne, ist natürlich ein Rage Quit nicht ausgeschlossen. Aber das, da muss man halt mit leben. Ne? Man kann wirklich große Verluste fahren, gerade mit den Handelskisten. Das ist, was ja quasi so eine Art Semi-Loot darstellt. Full-Loot wird letzten Endes nur der Spieler haben, der Diebstahl auf 50.000 bringt. Also auch kein Full-Loot. Der wird halt eben dann wirklich Landdiebstahl begehen können. Der kann in Claims einbrechen, der kann andere Spieler beklauen. Und es sollte eigentlich klar sein, dass man eigentlich nur als Pirat letzten Endes die Chance hat, diesen Skill zu maxen. Ich glaube, der höchste Spieler ist jetzt... nachdem das Spiel jetzt fast 3 Wochen läuft, auf 1.000 in diesem Beruf. Ne? 50.000 braucht man, dann könnt ihr euch ja mal ausreden, dass wir wahrscheinlich erst im Jahr 2014 den ersten Spieler begrüßen dürfen. Wenn er sich wirklich nur darauf versteift, Sachen zu klauen, dann dürfen wir ihn erst im nächsten Jahr begrüßen in Korea. Also dann vielleicht 2015 in Europa. Aber das ist dann natürlich ein sehr mächtiger Spieler, weil der kann dann wirklich auch in Claims von anderen Spielern einbrechen, dort klauen. Und wird bestimmt auch ein sehr gefürchteter... Oh, Pirat werden. Was haben wir hier? Das hier ist, glaube ich... Legen wir es einfach an. Die sagen sie ja nicht bound. Das ist jetzt ein Einhandschwert. Ein Einhandschwert mit den Stats Beweglichkeit und Willenskraft? Nee, doch. Tatsache. Beweglichkeit und Willenskraft. Ich bin begeistert. Okay. Naja, warum denn nicht? Aber es ist halt ein Einhänder. Ich habe für die Offen doch momentan noch gar nichts. Also erstmal zwei Händler behalten. Auch wenn das Ding grün ist. Ja, ja, jetzt haben wir ja gerade wieder so eine Massaker-Quest angenommen. Ne? Muss ich jetzt nicht mehr großartig erklären. Kennt ihr jetzt bereits, wenn ihr das schon längere Zeit mitzuguckt. Auch natürlich immer wieder ein Gruß an die neuen Zuschauer, die sich gedacht haben, nee, ab 1 gucke ich mir das selber. Ich steige jetzt einfach mal mit drin ein. Das ist ja auch alles kein Problem. Ist ja, wie gesagt, diese Massaker-Quests halten sich aber in Grenzen. Jetzt hier in dem Fall zum Beispiel 5 Mobs zu töten. Weil wenn ein Mob respawnt, das habt ihr jetzt gerade gesehen, dauert es eine gewisse Zeit, bis man ihn wirklich angreifen kann. Das ist quasi so eine Art Spawn-Schutz, damit man quasi die Mobs nicht instant umbashen kann.
Jack Song sprach auch von diversen sogenannten Grinding-Spots. Das heißt also, wem das wirklich Spaß macht, der kann natürlich auch grinden, bis die Schwatte kracht, auf Deutsch gesagt. Da gibt es vor allem für die Level 50er in den Endgebieten, da gibt es Zonen, da rennen zum Beispiel, ich weiß gar nicht, hunderte Schnecken laufen da glaube ich rum und laden zum fröhlichen Grinden ein. Also wem das wirklich Spaß macht, da gibt es ja bestimmt auch in Europa einige, die können sich da natürlich auch tummeln. Aber Grinden ist wie gesagt keine Pflicht. Es kann natürlich ein guter Grind entstehen, wenn man spezielle Materialien braucht, die nur von Mobs droppen. Aber die meisten Materialien im Crafting, das kann ich ja gleich schon mal vorweg sagen, wird man definitiv über Anbau bekommen, über Zucht oder über das Herstellen von Komponenten, die man eben nochmals dafür braucht. Gut, die erste Quest ist damit wohl erledigt. Entdecke die Insel. Die sieht ja echt verschärft aus. Und, ja. Wie gesagt, wenn ein Secret Spot kommt, kann ich nichts dafür. Da haben wir jetzt den nächsten und ich habe mir damit quasi mal die nächste Silbermünze verdient. Also manchmal führt einen auch die Questroute zu Secret Spots hin. So, für die nächste Quest gibt es dann Einhänder. Vielleicht werde ich dann mal wieder umsteigen auf zwei Einhänder. Mal schauen. Gerade am Anfang kann man ja immer schön variieren, das Ganze. Und jetzt haben wir noch eine Quest. Die ist da hinten. Story Quest. Wo muss ich denn da hin? Ist das im Wasser? Das ist wohl im Wasser, denke ich mal. Da muss ich aber tief tauchen. Ich sag, unter Wasser finde ich immer sehr schön gemacht. Irgendwie. Mal auf der Karte schauen. Ah ja, das ist doch aus dem Ufer drüben. Okay. Am anderen Ufer. Da haben wir auch, glaube ich, wieder einen Beschwörungszirkel. Ich kann hier mit irgendwas interagieren. Und hier haben wir auch sehr schön Seerosen. Seerosen braucht man zum Beispiel für Highcrafting, für das Herstellen von Katalysatortränken, für Rüstungen und Waffen der Stufe 30, 34, wenn ich mir nicht irre, oder was, glaube ich, sogar 40. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Muss ich da mal im Crafting-Fenster nachschauen. Ah ja, Story-Quest, Roboter reparieren. Wie gesagt, das wird wohl ein Hariharan-Konstrukt sein, denke ich mal. Und jetzt ist da hinten ein Questgeber. Und natürlich auch Möbels. Allerdings Low-Class-Mobs. Die casten aber irgendwas. Ja, ihr seht ja, die können gar nichts. Die können nichts außer sterben. Das erkennt man ja am kurzen Lebensbalken hier oben. So. Haben wir die nächste Quest. Und jetzt schickt uns die Story-Quest. So, wir hatten jetzt Level Up auf Stufe 12. Giftpfeil ist auf Stufe 4 aufgestiegen und ich glaube, ich kann im Moment noch nicht skillen. Ich muss noch ein bisschen Geduld haben. Vielleicht das mit Stufe 15, das werden wir dann sehen. Ja, also, das ist natürlich ein schlechter Schatz hier. Ach, looten darf man auch noch. Ach, Mann, das ist sogar die Story-Quest hier. 1 von 2. Wahnsinnig anspruchsvoll. Und da ist die 2 von 2. Ich weiß nicht, ob man da durchlaufen kann. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, und ich mache gerade Let's Play. Ich glaube, der hatte die Zigaretten schon mit Absicht dagelassen. Ja, kannst dich bedienen. Ja, das war gerade meine Frau. Ich glaube, mit sowas muss man leben. Hatten wir in der CBT4 auch schon zur Genüge. Da klingelt mal der Telefon, da kommt mal der rein, da kommt mal derjenige rein. Ich habe zum Beispiel meine finalen beiden Let's Play-Folgen, die fanden nach einer wilden Party hier bei mir zu Hause statt und ich hatte sogar noch ein Pärchen, was auf dem Sofa, was auf einer Matratze hinter mir gepennt hat. Das war auch ziemlich witzig, das Ganze. Und mir ging es da nicht gut. Da habe ich dann auch einen heißen Tee von meiner Frau bekommen und habe mir richtig schön die Pfoten dran verbrannt, was man auch gut im Let's Play hören kann. Also sowas wird immer wieder mal passieren. Lockert ja auch die Stimmung ein bisschen auf, das Ganze. Au! Hau mich jetzt nicht. So. Ja, dann arbeiten wir uns noch durch diese Minimobs nach vorne. Und dann werden wir gleich mal schauen, ob der Baum noch da ist. Aber ich sag's euch gleich, der ist bestimmt weg. Das würde mich wirklich sehr wundern bei den ganzen diebischen Elstern, die hier rumlaufen und, glaube ich, alles abfällen, was nicht bei 3 im Baum oben ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist der Baum nämlich weg. So, ich komme jetzt von der anderen Seite rein in die Ortschaft und jetzt muss ich noch einmal rumlaufen. Naja, ihr merkt schon, ich habe zwar einen Mount, aber ich laufe doch eher rum. Fakt ist einfach, ich will hier ein bisschen die Aussicht genießen und die schöne Natur. So, wo ging es denn jetzt hier wieder rein? Das war, glaube ich, ein bisschen weiter oben, ne? Ja, hier oben ist der Eingang. Ah, dann gehen wir doch erstmal die Questen ab, oder ist das jetzt hier überhaupt? Ja, das ist sogar nicht hier. Ja, ich werd wahnsinnig. Mein Baum steht ja wirklich noch da. Seht ihr ihn? Das ist der große Schwarze hier. Und der Baum ist fertig in 9 Minuten. Das heißt, es wird sogar noch während dieses Let's Play stattfinden.
Ich gebe jetzt einfach mal die Quest ab und dann stelle ich mich an den Baum. Und wenn ein anderer Koreaner da ist, dann kommt es dann auf den Ping an, wer ihn zuerst fällt. Und ich hoffe, das werde ich sein. Boah, das ist natürlich toll. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Baum kostet bestimmt noch eine Menge Arbeitskraft, aber gibt, glaube ich, auch einiges an Holz. Oh, da freue ich mich jetzt wirklich. Das ist super. Das ist toll. So. Jetzt gibt es hier erstmal Einhänder. Da ist Stärke, Beweglichkeit, Willenskraft drauf. Tankwaffe. Da ist Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz drauf. Casterwaffe. Stärke, Beweglichkeit und Ausdauer ist hier drauf. Ich glaube, ich entscheide mich für die Int-Variante. Da haben wir nämlich nochmal ein Schwert. Also zweimal Cut. Und jetzt legen wir quasi die grüne in die Mainhand. Und die andere in die Offhand. Das Ganze sieht jetzt etwas wuchtig aus, nämlich so. Also ich habe jetzt schon mitbekommen, dass anscheinend die Leute eher auf Zweihänder schwören. Das kann ich jetzt nicht ganz sagen, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Eben wegen dem Max-Damage, der dabei rausspringt. So, fürs nächste gibt es wieder eine Silbermünze für die nächste Quest. Die führt mich ja auch direkt hierher. Da muss ich wieder einfach da hochlaufen. Super, wieder ein Queststück quasi bestanden. Ne? So, dann legen wir erstmal den Ring an. Der Ring hat ein Stärke und ein Willenskraft. Das ist schon mal ganz gut. Kann man immer was mit anfangen. Und hier gibt es jetzt als nächste Belohnung wohl einen Ohrring. Der Ohrring hat Beweglichkeit, Ausdauer und Intelligenz. Auch schön. Dongul에서 나와 돌아가려 할 때 정체물을 패레들이 습격해 왔다. 그들은 썩은 시체의 모습이었다. 심지어 죽었던 오나우도 그들과 함께 있었다. 나를 찾는 것일까? 놈들을 따돌리고 탈출해 보니 어느새 호랑이 등뼈 산맥 근처에 와 있었다. Also ich finde auch, dass es eine gute Entscheidung war, das jetzt weiterlaufen zu lassen. Oh, die nächste Silbermünze. Weil ich finde, es ist, also atmosphärisch ist es toll, auch wenn ich kein Wort verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich gut. Gut aufgezogen. So, bevor wir jetzt weitergehen, zum nächsten Step, den ich auch noch gar nicht jetzt erstmal betreten werde. Wir wollen ja wieder zurück, wir wollen ja nach Auktionen gucken und so weiter. Das werden wir dann wohl in der nächsten Folge machen, des Let's Plays. Geht es jetzt quasi um dieses Objekt der Begierde hier, dieser Baum, der in 6,5 Minuten fertig wird. Und bis dahin kann ich ja noch mal kurz hier ein bisschen scouten. So, da packen wir mal wieder das Mount aus. Normalerweise soll ich das Mount ja immer draußen haben, damit es mitlevelt. Aber ich will nicht, dass der levelt. Ich möchte mir irgendwann mal einen Yata zulegen, mit dem ich dann mich durch die Welt schlagen werde. Ich kann jetzt die Zeit nutzen. Ja, hier ist wieder Housing Area. Ihr seht es ja. Hier wird massenhaft Klee angebaut. Der ist wahrscheinlich für die Schafe. Das ist so ein Kombo-Anbau. Drei Felderwirtschaft. Ha, ha, ha. Ne, irgendwie so wird das Ganze schon funktionieren. Hier vorne sehe ich wieder ein Blümchen. Ich habe natürlich auch noch Post. Ich muss auch noch mal zum Briefkasten gehen. Ich komme jetzt eigentlich gar nicht so weit weg. Was ist das? Jo. Also auch wieder unser Kräuterli hier. Unser Kräuterchen. Da seht ihr es ja schon allein. Diese 8 Samen bringen mir jetzt 30 Silber. Das ist natürlich echt toll. So, Sprint an. Kamera ab. Wie gesagt, ich werde auch immer wieder meine persönliche Stimmung auch in das Let's Play mit einbilden. Jetzt war vielleicht die letzte Folge etwas schlechter, weil es im Spiel nicht so besonders gut lief. Diesmal verlief es im Spiel jetzt auch nicht schlechter, aber ich hatte gestern einen tollen Abend mit Kumpels und so. Ein bisschen quatschen, ein bisschen feiern gehen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Spieler, dem das Wochenende sehr, sehr heilig ist. Also am Wochenende und am Tag findet man mich gerne auch mal im MMO, aber wenn ich dann abends, da ist hat mein Real Life absoluten Vorrang. Also ich bin sehr feierlustiger Mensch. Ich gehe gerne aus, treffe mich gerne mit Freunden. Und unter der Woche abends zum Beispiel, so wenn man da jetzt halt eben quasi normalerweise am Arbeiten ist, oder jetzt in meinem Fall momentan zur Zeit auch nicht, dann kann man sich wunderbar mit so einem Spielerleben auch entspannen. Ich bin mir durchaus sicher, bevor die Frage aufkommt, Arcage wird auch Leuten Spaß machen, die nur ein paar Stunden haben am Tag. Die werden sich halt ihr Feld irgendwann mal anlegen, werden sich das natürlich etwas länger erspielen müssen. Aber wenn dann damit bestimmt viel Freude haben, weil dann können sie sich da Sachen anbauen, die verkaufen, können damit Handel betreiben und sich langsam das Gold verdienen, um sich mal größere Wünsche wie ein Traktor oder solche Sachen zu erfüllen. Das sind halt eben dann größere Ziele. Aber man hat halt eben dadurch, dass es eben diese Safe Zonen hier am Anfang gibt, in denen man sich ja dann friedlich niederlassen kann, hat man dann auch nicht die Sorgen, dass man gekillt wird und so. Man kann dann wirklich in Ruhe spielen. PvPler, man muss halt eben wirklich sagen, Leute, ihr müsst wirklich die Zähne zusammenbeißen, auf 50 hochleveln, eine gute und vor allem eine große Gilde finden und dann werdet ihr im PvP einen Spaß haben, das sage ich euch jetzt schon, das glaubt ihr gar nicht, ne?
Natürlich Gang-Action auch inklusive, damit muss man eben auch leben können. So, wo ist denn jetzt der Briefkasten hier? Bin mir sicher, ich habe schon wieder übelst gefailt, weil ich ihn nicht... Ah, da oben ist er, oder? Nee, ist er nicht. Ach ja, wozu haben wir denn hier unsere Suche? Da machen wir jetzt hier mal auf. Und wo ist das Postsymbol? Postsymbol. Hey! Der Briefkasten ist angeblich nördlich von mir. Mhm. Briefkasten liegt da. Ah, jetzt wollte ich schon wieder fliegen und ich habe noch keinen Flieger. Da kriegst du die Krise, ey. So. Sobald ich meinen Kleider habe, dann fühle ich mich erst wirklich frei. Das ist wirklich so. Briefsymbol nochmal rein. Also, der muss dann hier unten sein. Hä? Ey, wollt ihr mich trollen? Oder ist das Briefsymbol der allgemeinen Warenhändler? Oh nein, tut mir das nicht an. Ja, wieder mal ein neuer Teil aus der Reihe Let's Fail mit Fido. Wir finden den Briefkasten nicht. Das gibt es echt nicht, das ist doch... Da sind die Crafting-Tische. Ja, und ich bin blind wie die Nacht, weil da oben ist ja nämlich der Briefkasten. So. Alles klar. Jetzt kann man nämlich mal gucken, was so an Post gekommen ist. Und dann ist auch schon Zeit für den Baum. So, wir haben 2 Silber 28 eine Kleinigkeit verkauft. Am besten immer gleich die Briefe mitlöschen. Ich kann es nur immer wieder betonen, mit meinen großen Chars habe ich einen Hackmeck. Deswegen, weil ich die teilweise nicht gelöscht habe. Nochmal 32 Silber. Ihr seht, wir werden langsam in Anführungszeichen reich, schon die ersten 4 Gold zusammen. Yay. Man soll dann wirklich von Anfang an immer gucken, aktiv Handel treiben, gleich mal Auktionshäuser aufsuchen. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan davon, aber in dem Fall wird es, ich denke mal, auch Handel über den Chat wird möglich sein. Das Auktionshaus verlangt ja auch ordentlich Gebühren, so ist das ja nicht. Ah, hier habe ich jetzt, glaube ich, auch meinen ersten Klee. Exaktamente, 3-mal Klee. Und hier haben wir, glaube ich, nochmal unsere 4-blättrigen hier. 5-blättrig. Ja, jetzt habe ich bereits 11 davon und bin schon bei 40 Silber angekommen, allein bei NPC-Verkauf. Ja, hier nähern wir uns der letzten Minute. Ich glaube, für den Countdown gehe ich jetzt mal an den Baum ran und hoffe, dass jetzt keiner kommt und mir den klaut. Weil ich habe einen schlechteren Ping als die Koreaner und wenn die den vor mir sehen, dann bin ich geliefert. Der ist jetzt hier gerade Gott sei Dank vorbeigelaufen. Boah. Das wäre ja gerade das Holz, was ich ja eigentlich auch brauche jetzt für die Crafting-Quest. Ihr erinnert euch bestimmt, 5 Holzbretter. Oh. Darf ich das jetzt so auffällig hinstellen? Damit merkt dann auch jemand, oh, der will den Baum abhaken, den troll ich jetzt ein bisschen. Und ich lasse mich jetzt nur ungern trollen. Der gestrige Abend war schon so ein Loss. Aber es ist ja, wie gesagt, alleine schon ein Weltwunder, dass dieser Baum noch da steht, ganz ehrlich. Haben wir ja noch irgendein Blümchen zum Ausbuddeln? Boah. Oh ja, jetzt wäre ich ganz gierig. Das erste Holz für Liesel steht im Raum. Noch 50 Sekunden. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Dann seht ihr vielleicht auch den letzten Phasenwechsel von dem Baum gleich noch. Weil es toll ist, auf den Baum könnte ich auch hinaufklettern. Das mache ich aber nicht. Ich will ihn so schnell wie möglich fällen. Das kann ich euch ja mal auf der Insel mit Oskar zeigen oder so. Oder später, wenn ich meine eigene Vogelscheuche habe, dann können wir auch mal auf Bäume klettern. Vielleicht finde ich ja auch mal einen Mammutbaum für die große Vogelscheuche, den ich dann anbauen kann, ne? Das wird bestimmt was spannend, denke ich mal. So, wow, 25 Sekunden. Mal kurz umschauen. Niemand in der Nähe. Juhu. Ist wirklich niemand da? Nein, keiner da. Gut. 15 Sekunden. Oh, mein erstes Holz. Ich glaube, dieser Baum gibt so 6, 7, 8 Holz. Mal schauen. Der kostet aber auch eine Menge Arbeitskraft. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Ich möchte jetzt einfach nur meinen ersten Baum fällen. 5 Sekunden. Und jetzt wandelt er sich um. Achtung. Zack, jetzt ist er nochmal groß geworden und jetzt wird gehackt. Und der Baum gehört mir und mein erstes Holz ist damit abgeerntet von meinem eigenen angesäten Baum. Wow. Und Baum fällt, Baum fällt. Nicht ganz, der Baum fällt gegen den Felsen. Und allzu weit wird er wohl nicht mehr kommen, weil er wird jetzt gleich despawnen. Jetzt ist er despawned. Der war jetzt wahrscheinlich auch noch runtergefallen. Ja, 12 Holz, das sind die ersten 4 Bretter. GZ an mich selbst. Und... 3 Eicheln. Eicheln oder irgendwelche anderen verkohlten Teile. Was die bringen, habe ich keine Ahnung. Wird man dann im Auktionshaus gucken müssen. Ich werde jetzt die letzte Minute noch damit verbringen. Oder wir werden mal wieder ein bisschen überziehen, denke ich mal. Ich werde jetzt wieder hochreiten. Ne? Zur Housing Area da drüben. Wisst ihr ja Bescheid. Muss hier nur die Straße entlang. Und da werde ich dann ausloggen. In der nächsten Folge werdet ihr dann sehen,
was ich jetzt noch im AHA alles verkaufen kann. Dann natürlich geht es mit den Crafting-Quests weiter und ich muss mich natürlich immer weiter. Ja, 40 haben wir jetzt bereits wieder, das sind wieder 13, also 21 von 110 Barren habe ich dann bereits. Da ist dann also auch schon ein Fünftel geschafft. Also ich bin immer fleißig dabei. So. Also Butter als Supporterbaum ist wirklich top. Man kann natürlich auch mit der Initialattacke des Buttonbaumes den Zustand verzaubert herbeirufen, mit dem man natürlich auch einige Combo-Attacken aufbauen kann. Ist auch für Caster-Klassen sehr interessant, aber ich werde halt eben jetzt auch eher den Fokus auf Bogi legen. Ich bin jetzt eigentlich mit, ich habe halt noch den automatischen Schuss aus dem Schurkenbaum, den ich skillen möchte. Damit ihr auch mal den Hammer-Skill in Aktion sehen könnt. Ja, und ich muss jetzt mal gucken, meine Hühner, ich habe die Hühner jetzt total vergessen. Eieieiei. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Da muss ich jetzt auch noch mal schauen, was die Hühnchen so machen. Ach, die Natur ist einfach herrlich. Also Falconry Plateau ist wirklich toll zum Aufhalten. Wenn ich jetzt nur ein... Oh, sind sie noch da? Sind meine Hühner noch da? Ja, meine Hühner sind noch da. Oder? Sind das meine Hühner? Ne, das sind nicht meine Hühner. Oh je. Ich glaube, meine letzten Hühner sind weg. Ne, das müsste doch mein Hühnchen sein, oder? Das ist mein Huhn! Dem hat jemand das Ei geklaut! Skandal! Oh, wie gemein. Und das ist auch in 6 Minuten soweit. Das heißt, dann sehen wir im nächsten Teil des Let's Plays, wie Fido ein Huhn schlachtet. Weil die Eier kann ich jetzt erstmal nicht rausziehen. Dann sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge von Let's Play Arc Age, dem Videomagazin. Bis dann. Ciao, ciao!